Aber wieder dann zum Regionalwert am 30. April 2018. Der wärmste April der Messgeschichte ist vorbei, oder zumindest morgen ist er vorbei, und der hat da deutliche Spuren hinterlassen. So haben wir am Furkajoch am 1. April fast nur 2,5 Meter Schnee gehabt und jetzt haben wir aktuell nur noch 30 cm. Das heißt, dass die größte Hochwassergefahr vor dem vielen Schnee gebannt ist. Zwar gibt es immer noch eine gewisse Gefahr, weil in der Hochlagen über 2000 Meter verbreitet noch ein Meter oder mehr liegt, aber die größte Hochwassergefahr wie 1999 ist gebannt. Ganz aufgehen hat der sommerhafte April aber noch nicht. Es ist nämlich verbreitet noch warm mit 20 Grad und wir haben noch einen Föhneinfluss. In Innsbruck zum Beispiel haben wir Föhnböen bis 70 km/h, aber am Boden spürt man nicht so viel. Deswegen ist bei mir auch relativ windstill. Am Balzers ist es auch noch föhnig mit bis zu 70 km/h. Heute Abend kann es noch Quellbewölkung geben und außerhalb der Grenzen ein paar Schauer. Es wird aber größtenteils trocken bleiben. Morgen ist eine ähnliche Geschichte, nur dass man den Föhn wegklärt. Die Temperaturen sinken also leicht auf 16 bis 18 Grad. Dazu kommt mehr Bewölkung, aber es wird größtenteils trocken bleiben. Nur im Bergland kann der ein oder andere Regentropfen nicht ganz ausgeschlossen werden. Mittwoch wird wieder leicht wärmer, sodass wir fast zu 20 Grad erreichen. Die Regenwahrscheinlichkeit erhöht sich aber im Laufe des Tages deutlich, sodass wir vor allem, wieder mal im Bergland, deutliche Regenschauer erwartet dürfen. Am Donnerstag ist es dann noch wechselhafter, die Temperaturen sinken wieder auf nur noch 14 bis 15 Grad. Dazu kann es immer wieder mal regnen, die Sonne zeigt sich kaum. Freitag fängt es bewölkt an und es gibt auch noch einige Regenschauer. Die landen aber im Laufe vom Tag rasch mal nach. Die Sonne kommt immer öfter raus. Das Wochenende wird nach dem jetzigen Trend deutlich schöner. Also wir haben wieder Temperaturen über 20 Grad und dazu viel Sonnenschein. Also perfekte Bedingungen, zum Beispiel ein Baseballspiel in Felkirchen zum Schauen oder andere diverse Sportarten, was ihre Turniere oder Wettkämpfe ausüben. Und ja, damit wünsche ich euch eigentlich schon eine schöne Woche. Am Donnerstag begrüßt euch der Lukas. Danke fürs Zuschauen und ciao miteinander.